Drei Tage sind vergangen. Drei Tage haben aber nicht ausgereicht, um unsere Betroffenheit und unsere Wunde zu schmälern. Ich bin noch immer persönlich zutiefst erschüttert, entsetzt, ja, fassungslos wegen dieser niederträchtigen Tat im Herzen Wiens, im Herzen meiner Heimatstadt. Dieser Anschlag trifft uns alle, jeden und jede einzelne von uns. Wir sind heute hier und wir gedenken der Opfer, ihrer Angehörigen, ihrer Freunde und Freundinnen, und ihnen allen gehört unser tiefstes Mitgefühl. Euch sei gesagt, ihr seid nicht allein. Ich danke aber heute auch natürlich allen Einsatzkräften, allen Ärztinnen und Ärzten, die in der Tatnacht und auch in den Tagen danach großen Einsatz geleistet haben. Und sie haben vor allem auch großen Mut bewiesen, indem sie die Sicherheit der Bevölkerung über ihre eigene Sicherheit gestellt haben. Für diesen Mut und für diesen Einsatz bin ich dankbar und stolz auf diese Kräfte unseres Landes. Dieser Anschlag ist ein feiger Anschlag. Es ist ein feiger Anschlag auf unser friedliches Zusammenleben. Es ist ein feiger Anschlag auf unsere Freiheit, unsere liberale Demokratie, auf unsere Vielfalt in dieser wunderbaren Stadt. Terror ist feig. Terror ist feig, versucht andere klein zu machen, um sich selbst größer zu fühlen. Terror will Panik und Angst machen, will Schrecken erzielen, will Freiheit nehmen. Eines ist klar, das dürfen wir nicht zulassen und das werden wir nicht zulassen. Wir werden keinen Millimeter weichen, sehr geehrte Damen und Herren. Nein, wir werden keinen Millimeter weichen, weil wir stärker sind, stärker als Hass, stärker als Gewalt, stärker als Verbrechen, stärker als Antisemitismus, stärker als Fremdenhass, stärker als Nationalismus. Es ist eine Stärke, die uns immunisiert. Wir alle, egal woher wir kommen, egal woran wir glauben, wir alle dürfen uns nicht einschüchtern lassen durch die Fratze des Terrors. Nein, wir werden uns nicht spalten lassen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir setzen heute hier ein wichtiges Zeichen und wir setzen ein starkes Zeichen, ein Zeichen gegen Spaltung, gegen Hass. Und diese Botschaft ist deswegen so wichtig, weil sie stark macht, weil sie Stärke und Hoffnung gibt. Ja, das ist nicht leicht, drei Tage nach so einem schrecklichen Angriff, in all der Trauer, mit der tiefen Wunde auch Hoffnung zu haben. Doch diese Hoffnung, genau die macht uns stark und genau diese Hoffnung macht meine Heimatstadt Wien stark und diese Hoffnung macht Österreich stark. Ich bin stolz, dass es die jungen Menschen unseres Landes und unserer Stadt sind, die dieses wichtige Signal heute ausschicken mit dieser Initiative. Danke euch allen dafür. Ihr seid stark. Ich bin so stolz auf die Jugend Österreichs. Ihr zeigt, wir alle, wir werden keinen Millimeter weichen. Wir alle, wir stehen zusammen. Ja, für das Miteinander, für den Frieden und für die Freiheit.